Nach 14 Staffeln ist mit Navy CIS Los Angeles Schluss. Für die Serienmacher war es nicht einfach, ein würdiges Ende zu finden, mit dem alle glücklich und zufriedengestellt werden können. Jetzt wurde in den USA das Finale ausgestrahlt. Wie sie das versuchen, haben sie jetzt öffentlich gemacht. Achtung, Spoiler! Im Staffelfinale wartete nicht nur ein spannender Fall auf das Navy CIS Los Angeles Team. Die Kriminalspezialisten haben mal wieder erfolgreich den Verkauf von bedrohlichen Waffen gestoppt. Doch richtig mitreißend wurde es erst im Privatleben der Ermittler. Der erste Hammer: Special Agent Kanzi Marie Bly erfuhr, dass sie schwanger ist. Auch im Leben von Special Agent G. Callen und seiner Freundin Anna Kolchek wurde es zum Ende nochmal aufregend. Das Paar feierte seine Hochzeit. Daraufhin wartete eine Überraschung auf Callen. Hattie Lang meldete sich bei ihm mit einem Brief und führte ihn gemeinsam mit Sam Hanna nach Marokko. Dort sollte eine Aufgabe auf sie warten. Zusätzlich bot sie Callen an, anschließend mit seiner Frau Flitterwochen auf Mykonos machen zu können. Zum Schluss wartete eine süße Reunion auf die Fans. Als Sam und Callen in Marokko ankamen, warteten dort Neil, Nate und Sabatino auf die beiden. Zwar gab es kein Wiedersehen mit Hattie, allerdings wurden die Charaktere in durchweg guten Situationen zurückgelassen. Und am wichtigsten? Dieses Ende lässt die Möglichkeit offen, alle unsere Lieblingsagenten noch einmal wiederzusehen.